Jo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Take It Light. Heute nur mit Sven. Jo. ja, der, wie ihr jetzt seht, irgendwas schwebt da in der Luft. Warum schwebt die in der Luft? Ja, auf jeden Fall, Sven programmiert hier jetzt eine Quarry, um unsere Burg zu verteidigen. Ein bisschen. Markus pennt anscheinend noch. Wir haben erst 3 Uhr mittags. Das ist viel zu früh für den armen Mann. Muss erst noch schlafen. Ich töte hier mal Endermänner. Und nichts getroppt. Langweilig. Ja, Bam. Bam, bam. Nein, nein. So. Wir bauen jetzt weiter an meiner Burg. Nennt sie, wie ihr wollt. Ich nenne sie Burg. Tempel. Genau. Ja. Ein bisschen einseitig heute. So das Gerede. Nur von mir. Aber. Ja, ey. Weißt du, wenn muss ich konzentrieren? Kann sich auch muten, wenn mein Gelaber nervt. Nee, nee. Alter, ich muss nur die ganzen Begriffe erstmal wiederfinden. Das ist gerade so mein Hauptproblem. Wie Begriffe? Ja, um Lua zu programmieren. Das habe ich auch noch nicht. Ich habe sie immer im Internet gesucht, die Programme. Erstmal ausleuchten hier. Weil sonst sieht man hier wer gar nicht, nur Mobs rumrennen. Hast du eigentlich. Also, Ding. Ich habe letztes Mal gegoogelt, wie groß eigentlich eine Minecraft-Welt werden kann. Ja, du kannst fast 14 Tage am Stück gerade ausrennen, bis du ans Ende kommst. Ja, nee, du kannst, also wenn man eine komplette Minecraft-Welt erforschen will, kann man, glaube 94 Terabyte Daten, also Map-Daten. Ja, wenn du in alle Richtungen voll renderst, ja. Ja, also wenn sie komplett ausgerendert ist, die Welt sind das 30 Millionen Blöcke nach Osten, 30 Millionen Blöcke nach Westen und so weiter. Also die Fläche ist 9,5 mal so groß wie die Erde, wenn die Map komplett gerendert ist. Also die Map ist 9 mal so groß wie die Erde. Ja, du kannst auch in den Game Mode gehen, nach oben fliegen, die W-Taste festklemmen und der würde 14 Tage brauchen, um ans Ende der Map zu kommen. Das ist brutal traurig. Kann man nur so ein Spiel programmieren, wo es so dermaßen groß ist? Sie haben auch einen Vergleich gemacht. Jeder Mensch auf dieser Welt könnte auf einer Map spielen. Also man könnte jeder Spieler, also jeder Mensch, alle 7 Milliarden, könnten auf einer Map spielen und haben trotzdem noch ein Feld von 700 mal 700 Block, wo sie bebauen könnten. Wenn alle gleichzeitig spielen würden. Ja. Das ist schon extrem übler Scheiß. Da hat Notch damals echt einen richtig geilen Scheiß programmiert. Und ich habe einfach zu viel lange Zeit im Geschäft, um solche Sachen zu googeln. Es gibt auch ein. Was will denn der Enderman jetzt hier? Ein Programm, wo man die Größen vergleichen kann. Also von ganz klein, von Jutameter bis hin zum Universum oder Galaxie. Ich glaube, Universum einfach das Größte. Und da ist echt die Fläche von Minecraft abgebildet, wie groß das sein kann. So übel. Das ist gerade so ein grünes Viereck. Kann ich vielleicht in den Link hier in die Videobeschreibung reinpacken, den Link? Es ist echt eine interessante Sache, was einfach dieses kleine, beschissene Spiel so alles kann. Aber 94 Terabyte, das ist. Wo ist dieser Scheiß? Ah, da ist er doch. Mann, jetzt verpisst er sich wieder. Komm wieder her. Boah, Mann. Aber keiner droppt eine Enderperle.
Früher gab es ja noch die Badlands, da war ja Minecraft wirklich unendlich. Gibt es jetzt gar nicht mehr. Sind sie ja rausgepatcht mit dem letzten Update. Hoppala. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ohne Markus ist es irgendwie langweilig. Fehlt jemand zum Reden. Der labert so viel Scheiße. Ja, aber es ist lustige Scheiße. Ja. Ich habe vor, ein neues Projekt zu machen. Jetzt, wo ich meine Prüfung dann bald rum habe, werde ich, oder beziehungsweise warte ich noch, bis das Update kommt von World of Warships. Gibt es dann Videos von mir, ein Let's Play davon. Das ist richtig cool, das Spiel irgendwie. Und es kommen ja bald die deutschen Schiffe raus und das interessiert mich ja immer am meisten, deutsche Sachen eigentlich. Die anderen sind einfach immer doof. Ich will die deutschen Schiffe spielen. Deutschen Bemusterstein. Da. Gibt es irgendwie eine Tastenfunktion, dass ich mein Inventar automatisch füllen kann? Automatisch füllen. Ah, hab's gefunden. Nee. Hä, wie automatisch füllen? Ja, wenn ich auf den Stein klicke, dass ich nicht jeden Stack einzeln reinziehen muss. Ja, mit Shift Ja, kannst du ein Stack reinziehen. genau, wenn du drauf bleibst und immer wieder die Taste dann drückst, die Maustaste, dann füllst dir das automatisch dann, bis aller Platz voll ist. Obala. Ja. Habe ich jetzt gerade rausgefunden. Wir müssen hier den zweiten Boden einziehen, dann brauche ich auch wieder ein paar tausend St Blöcke Stein. Ups. Ach, Mann, bin ich heute dappig. Habt ihr eigentlich immer noch kein Interesse an Star Citizen? Euch das zu kaufen? Soll bald noch mehr released werden wieder. Und da gibt's ein richtig geiler FPS-Teil. Also der ist besser als Blendezeit und Call of Duty und Battlefield. Kostet nur momentan kostet $43 oder so. Das ist fast geschenkt. Bei der nächsten Folge muss ich auf jeden Fall Musik anmachen. Irgendwie funktionieren die Sounds schon wieder nicht von Minecraft. Ja, bei mir schon, bei mir motzen die ganze Zeit irgendwelche Zombies. Ja, die höre ich auch, Oder aber ich höre Becken. keine Musik. Doch, jetzt kommt er, Die wenn man vom Teufel Musik kommt ja spricht. immer random. Können wir doch nicht mal unsere eigene Playlist irgendwie hinterlegen? Kann man machen. Du kannst auch einfach die Musik ausschalten und Musik hinterlegen, mache ich auch. Bei Ne. Minecraft hinterlege ich selber Musik. Ja, nee, ich mach dann Technobase jetzt dann gleich an und lass das im Hintergrund laufen. Solange die nicht urheberrechtsgeschützt ist. Nö, bei kein einziges unserer Blendzeit-Videos wurde gesperrt letzt. Also von dem, was sie hochgeladen haben. Ich hab's vergessen, Technobase auszuschalten und hab's mit aufgenommen. Und kein einziges wurde gesperrt, also. Fand ich schon geil. Dass ich das schon recht geil fand. Wie weit bist du jetzt schon mit dem Ding? Bin gerade noch beim Programmiersprache lernen und probiere Sachen aus. Ach so. Dauert's noch eine Weile, sagst du. Konnte es mal. Ich habe ein Strip-Mining-Programm, aber das ist total Käse gewesen. Hat nur durchgebaut und da musst du immer hinterher sein, dass das Ding geleert wird, sonst verschmeißt du die guten Ressourcen weg. Da gibt es auch einen Befehl, der sagt, wenn du voll bist, geh zur Kiste zurück. Nee, den hat's nicht gehabt. Leider nicht. Eigentlich sollte Fackeln setzen, aber hat auch keine Fackeln gesetzt. Scheiße, alles immer dunkel. Kann die auch automatisch die Lava-Eimer dann platzieren? Wenn du das programmiert hast, die Turtle. Was ist damit?
Kannst du dir dann automatisch auch die Lava-Eimer gleich hinter sich platzieren lassen, damit wir das nicht machen müssen? Theoretisch ja. Aber dann schmeißt die auch alles weg, was irgendwie in ihr drin ist, und das ist auch wieder doof. Ach so. Ja, weil wir müssen ja Weil dann irgendwie. passt ja nichts rein, wenn da die ganze Lava drin ist. Aber wie füllen wir das ganze Ding da mit Lava? Ja, von oben zukippen. Wir haben Eimer. Wir haben unten eine Lavaquelle. Ja, brauchst du aber ein bisschen Lava. Kann Markus machen als Strafe dafür, dass er nicht da ist. Ja. Extra ausgemacht, Menschenskinder. Was ist eigentlich mit Star Wars Battlefront? Wann kommt denn das jetzt raus? Habt ihr doch auch gesagt, das sollen wir dann spielen. Mitte November. Also gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich werde jetzt dann auch demnächst mehr kommen. Weil ich dann auch wieder mehr spielen kann. Aber ich bin froh, wenn die Scheißprüfungen rum sind. Ich habe so keinen Bock mehr. Ganze Zeit heute Morgen schon gelernt, dann habe ich noch kochen müssen. Und jetzt wieder gelernt, bis kurz vor Aufnahmebeginn. Jetzt muss ich noch Mathe lernen, wenn ich hier mit fertig bin. Mann, 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 du mit deinem Lernen. Ja, ich will endlich fertig sein. Vielleicht studiere ich nächstes Jahr noch Maschinenbauingenieur. Und vielleicht studierst du noch mehr, damit du wieder lernen kannst. Ja, nein, also Fernstudium, dass ich Vollzeit will ich das nicht machen, so wie jetzt auch so schön gediegen. Fernstudium, nebenbei Geld verdienen, bisschen zocken nebenbei, so Sachen halt. Easy going. Easy going. Was hast du eigentlich als nächstes Projekt noch so geplant, außer dem Burggraben jetzt hat? Hat nichts. Ihr habt immer irgendwas für mich zu tun. Wir brauchen Tesserakt, das will ich mal machen. Was, Tesserakte? Gibt's die hier? Gibt's. Ach so, ja, das ist die umständliche Scheiße, ja. Ja, lieber umständlich. Aber Aber ich. damit kann man Items rumschicken, ne? Und Strom, oder? Ja, Strom auf jeden Fall. Aber dann brauchst du wieder Liquid-Zeugs und hin und her. Ja, aber dann können wir zum Beispiel das AKW ohne Kabel anschließen. Das ist so. Müsste man mal gucken. Ich will auf jeden Fall so gut wie alles hier mal ausprobiert haben, was man so kann. Du hast ja das komische, ich weiß gar nicht mal, wie du das gemacht hast. Das Zeug, was du jetzt gebaut hast. Was für ein Zeug, was ich gebaut habe. Und du rauschst ein bisschen. Immer noch? Ja. Übel. Ah, jetzt ist weg. Okay. Jetzt bist du ganz leise. Was machst du? Jetzt. Ganz leise noch. Kann dich zwar lauter stellen, aber das bringt hier in der Aufnahme nichts. Die Aufnahme ist eh gleich vorbei, dann können wir ja gucken, was Bin ich dein jetzt Problem. lauter? Kommt langsam. Sag nochmal was. Kommt langsam. Ja, jetzt ist es wieder angenehmer. Gut. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, ich muss da meinen Steckplatz ändern. Ich habe so das Gefühl, meine Buchse da vorne ist kaputt. Ich habe jetzt zwar ein bisschen gecheatet, weil mir der Regen sonst wieder nervt. Aber ich denke, das können wir machen, ab und zu den Regen ausschalten, weil das ist eher nervig als nützlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber die erste Folge ist jetzt auch durch. Oder noch nicht ganz, weil ich ja später angefangen habe. Durch die Tests. Test, Test, Test. Ich das Teil ab mit Ende. Okay. Mal wieder Guckst und guck mal, was das Teil macht. du gerade ein Minecraft-Video an? Läuft die Einbauung? Nämlich das höre ich jetzt, also ich höre, dass du ein Video anguckst. Alter, ist das langweilig. So monoton langweilig. Ich glaube, ich muss jetzt was Spannendes machen.
Aber erstmal ausleuchten. Tausende Mobs spawnen hier. So, jetzt muss ich gucken, wie viele Blöcke ich nach vorne muss. Jetzt ist es wieder angenehmer. Hast du Steckplatz geändert? Nein. Okay, aber die Folge ist rum. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sind raus und tschüss.